Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Radio Not. Heute geht's weiter mit dem nächsten Callout, die Neongruft. Ich schätze mal um 1 Uhr nachts an der Washington Street in Downtown Los Suenos. Es wurden US-Luftangriffe auf Dörfer im Nordjemen geflogen, in denen sich eine berüchtigte Terrorgruppe aufhält, die Kontakte zu US-Zellen hat. Eine solche Zelle ist als die Hand bekannt. Diese hat eine inländische Antwort auf die Militärintervention angeordnet. Mal schauen, was denn da auf uns wartet. Okay, this is going to be quick and dirty. We've got a suspected terrorist incident unfolding down at the Neon Club. Calls are flooding in of an active shooting inside the club. Calls have confirmed the gunmen shot through the crowds on their way in. A Watch 3 car from Midtown Division was driving past and confirmed the building looks to be secured down, with large vehicles blocking the exit points, while the entrance seems to be barricaded from the inside. Counterterrorism has confirmed the Hand has already claimed responsibility for the attack. We've also had it confirmed by the cyber team that several shooters are live streaming the attack. Feeds are being cut, but there are channels on the web that operate beyond regular control. We've got LSPD and paramedics en route, and all local hospitals have been placed on alert to receive victims. There's some big name acts performing tonight, and we all know that Neon isn't adverse to stretching its capacity limit beyond regulation. Don't kid yourselves, this is going to be a bloodbath, so I want you all in there shutting these assholes down. What do we know about the situation inside? Not much. We've got conflicting numbers, but we know at least 4 gunmen are armed with automatic weapons. Early studies of the live stream footage also have at least 1 wearing what looks to be an explosive vest. They won't hesitate to kill civilians, so we need to stop them before they can do more damage. We can't start saving people until these guys are neutralized. This isn't going to be pretty, so get with your elements and get ready to move. Hört sich nicht so gut an. Mindestens 4 Leute mit Automatikgewehren und Sprengstoffwesten. Das heißt, sie werden sich vielleicht auch in die Luft jagen und töten, was vor ihnen steht. Kwadama, männlich unbekannt, 1982. Kwadama wurde im Jemen geboren und fand seinen Weg ins Umfeld von Abd Allah Ibn al-Zubayr. Nachdem er bei der Hand zu einer Vertrauensperson geworden war, wurde Kwadama in die Vereinigten Staaten versetzt. An dieser Stelle verliert sich die Spur. Informationen deuten darauf hin, dass Kwadama seine ersten Anweisungen zur Aktivierung der Hand auf amerikanischem Boden erhielt. Er bleibt zwar in Kontakt mit al-Zubayr, hat aber freie Hand darüber, wie und wo die Hand agiert. Sein richtiger Name ist nicht bekannt. Ja, Zivilisten werden wir wohl viele haben. Social Media Foto, ein Foto des Nachtclubs mit Gästen, die sich Getränke bestellen vor dem Überfall. Foto eines Zivilisten vor dem Schützen, die eine Gruppe von Zivilisten angreifen. Okay, höchstens 2 mit. Unbekanntes Gerät, ein Verdächtiger, an dessen Oberkörper eine Art Gerät befestigt zu sein scheint. Höchstwahrscheinlich handelt es sich um eine Sprengladung. Shit. Nicht gut. Und 3 Notrufe. 911, this call is being recorded. What is your emergency? Hello? This is 911. What is your emergency? Help us! Ma'am, is everything all right? Can you tell me your name? Oh, God. They're shooting everybody. Run! Run! Over here! Over here! Ma'am? Are you there? Ma'am? Hi! Shit! Oh my God! Yes! Help us! You need to help us! They're shooting us all! Where are you, Ben? Neon! You know, the nightclub! Oh shit, they're coming this way! Stop! Stay away! Hört sich gar nicht gut an. Okay, this is going to... 911, this call is being recorded. What is your emergency? There's a bunch of guys shooting up the place. Oh God, there's so much blood. Okay, sir, I need you to tell me where you are. Me, I'm hiding in the cellar. I work behind the bar. I hid when the shooting started. No, sir.
sir? I mean, where are you? Can you repeat your address? Oh, shit, sorry. Neon, the dance club. Thank you, sir. And what's your name? Ben. Are the police on their way? You said someone had been shot? Did you see the shooter? They were shooting everybody. I don't know who they are. They just burst in and started shooting. We're trapped in here. It's a massacre. Are you hurt? No. I got down into the cellar. But it's a bloodbath up there. There are bodies everywhere. We need the cops here now. The LSPD are on their way. I need you to stay where you are. Is there anybody else with you? No. They killed the others behind the barn. Please hurry. I don't want to die down here. Just stay where you are. Ben, help is on the way. Please. Be quick and dirty. 911, this call's being recorded. Müssen auf jeden Fall schnell da rein. Hi, you need to send cops to the Neon nightclub. Did you say Neon? Yeah, the dance club. I don't know what's happening, but there's a bunch of guys with guns. Did you say men with guns? Yes, but not just normal guns. I mean, these guys had rifles and machine guns or something like that. Oh my god, oh shit! Ma'am, are you still there? They shot everybody! They just shot all of them as they were lining up to get in! Oh my god, they're all dead! Ma'am, where are you? Are you safe? I don't know. We're across the street inside of a coffee shop. We're hiding, but they... Wait. They've all just gone inside the club. Are they shooting everybody in there? Ma'am, stay where you are. The LSPD is en route. I'm not going anywhere. Oh my god, there is so much blood. There are people in the streets. They're walking around. Oh, shut up. We need to help them. I need you and anybody who's with you to stay where you are and remain out of sight. Those people need help. Oh my god, please hurry. Emergency services are on their way, ma'am. Hang tight. They need to hurry. We've got a suspected terrorist incident unfolding down at the... Okay, ich habe vorhin gerade noch gelesen, wir müssen Quadama, also den Anführer, ergreifen und sichern, also nicht erschießen. Was vielleicht schwierig werden wird, weil wir haben jetzt hier nicht so ein gutes Foto von dem. Noch kurz schauen, der Club hat 2 Stockwerke. Neon Club. Calls are flooding in of an active shooting inside the club. Das ist immer wieder calls have confirmed the gunman shot. Kann ich die Karte bewegen? Possible casualty location, last seen suspects location. Seeing firing into crowded doorway. Last seen ascending stairs by Simon Whitmore. Okay, das ist wahrscheinlich der Typ hinter der Bar. Firing weapon into crowd. Dance floor gar nicht gut. Last seen reloading weapon in bathroom by Whitney Phelps. Entered loading bay. Pools. Seen firing into security room by Jason Lernes. Witnesses firing at stage. By Julian Snyder. Seen entering booth by Paolo Lidwell. Okay, das sind 3 Stück. Also 7 Locations haben wir hier, wo möglicherweise Suspects sind. Das heißt, es könnten mehr als 4 Leute sein. Und wie gesagt, wir müssen da schnell rein. Ich starte mal mein Team wieder aus. Through the crowds on their way in. Dann sehen wir uns. Three car from Midtown Division was driving. Gleich wieder vor Ort. Mal schauen, welche Taktiken ich hier anwenden werde. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht doch Gas, auch wenn Gas vielleicht nicht unbedingt die schlauste Lösung ist bei Zivilisten. Aber mal schauen. This is Talk. Entry Team. Status of the act.
shooter threat is currently unknown. Move in and secure the area quickly. Alright, da sind wir nun vor Ort beim Neon Club. Wie man sieht, ich habe doch die Taktik mit Gas genommen. Wir werden es dann vielleicht im Schluss sehen, ob das Auswirkungen hat auf die Statistik bzw. die Punkteliste, ob das den Zivilisten wirklich schadet oder nicht. Ich denke mal wahrscheinlich schon. Und alle sind mit schwerer Rüstung dabei. Das heißt natürlich, wir können weniger mitnehmen. Und ich habe allen Sturmgewehr gegeben, zwei Schilder, einer mit einer, ich glaube Gas, mit einem Gasgranatenwerfer und die Bridging Shotgun, genau, und ich habe das wie das Scope. Und ja, man sieht schon, das sieht gar nicht gut aus. Das wird gar nicht schön. Okay, hier sieht es schon mal gut aus. Let me see those hands. Show you where they are. Arrest them. Überall Leichen. Okay, seit wann kann man nicht, dachte schon, das sei eine Bombe. Wir machen mal eine doppelte Reihe. Kann die bitte jemand? Ja, danke. Top reporting. Great work, entry team. Keep it up. Okay, die Tür ist zu. Die Tür ist auch zu. Blue team. And clear. That's affirmative. Get on the ground now. Move. Okay, sieht alles safe aus. Bislang zumindest und sehr still. Okay, da sind mindestens zwei und die kommen, glaube ich, da hinten lang. Blue. Red Team, your jam, go. I'll wedge it. Wedge it in, we're good. Okay, sonst niemand da hinten. Cover the area. Affirmative. Die Tür ist zu. Ist alles safe. Ich weiß, ich bin langsam unterwegs. Aber wenn wir hier schnell reingehen, dann ist das schnell gewesen. Stack up. Wir. Open and clear with the grenade launcher. Genau. Get the lock. 10-4. You're in my spot. Nee. Eine Schrotflinte und dann Gasgranaten. Use the shotgun on the door and launch a grenade. Allein, das sind bestimmt Leute. Deploy the shield. Irgendwie ist im Moment die KI ziemlich doof. Die will nicht das machen, was ich möchte. Blow the lock. Use a grenade launcher and clear. Swap with me. Switch with me. Swap. Swap with me. Let's switch. Putting down swap. A chem light. Switch with me. Let's switch. Swap with me, switch with me. Swap, swap with me. Let's switch, swap. Switch with me, let's switch. Swap with me, switch with me. Swap, swap okay, with me. Okay, dann halt öffnen und... Swap,
switch with me. Let's switch. Swap with me. Weißt du was? Öffnen sich hier kommt. Door, clear. Swap with me. Swap. Let's go! Opening on the right. Let's clear over here, boss. Police, heads up! Friend is down. Talk to Element. Talk copies all. Ich muss nachladen! Talk to entry team. Copy. Clean house and we'll take them out. Evidence, good to go. Copy. Tür zu. Suspect cuffed and secure. Haben wir noch einen Torwedge? Haben wir theoretisch. Blue team. Aber blaues Team. Maintain cover. Covering. Let provide cover on this door. Red. Provide support on me. Got your back. Junge, meine Muni war einfach leer. Das war die falsche. Fall in. Ganz schlecht. Good to go. All back. I got cuffs. Down on the ground. Move. Evidence secure. Let's take cuffs. Police, hands up. Das war doof von mir. Put your hands up. Na gut, theoretisch müssten wir jetzt da rein. Habt ihr alle Waffen gesichert? Ich hoffe es. Also wir nutzen dann einen Door Wedge, aber dann war es das schon mit den Door Wedges. Das war doof von mir. Okay, die hätten wir hier alle gesichert. On me. Guadama. Oh, nicht schön. Nur Touch Break und Breakers. Wäre cool, wenn man das Licht abschalten könnte. Dann hätte man eine andere Möglichkeit mit Nachtsicht hier reinzugehen. Aber so geht das natürlich nicht. Okay, links ist ein Zivilist. Geradeaus sieht alles gut aus, vorerst zumindest. Wir gehen da rein. Blue, Gold Team. Öffnen und sichern ohne irgendwas Spezielles. Let's switch. Move it. Got an opening here. Hands up. Don't move. Dropping a light. Bitte hier hin. Talk to entry team. Roger, trailer's inbound. Got in the car. Junge, Junge. Wie sah der Typ aus? Oh. Nun. Ich glaube, es war der Typ hier. Doof. Was ist jetzt schlauer? Oben zuerst sichern oder unten? Wir können ganz kurz mal hier einfach reinschauen. Also ich schätze eh nicht, dass wir das hier überleben werden. Und wahrscheinlich mit toten Leuten hier rausgehen werden. Schritte.
das. Nee, wir müssen irgendwie hier lang. Mach doch was! Down slowly. Wieso macht ihr nichts? Move in, clear the room. Leute, ich werde hier beschossen und ihr steht da bloß rum wie ange... doof angewinkelt. Let's go! Sicher das Zeug hier. Junge, irgendwie... Talk reporting. Ganz schlecht. Tür schließen, Tür schließen. Ja, links Wandstimmen. Da waren auch Stimmen. Sehr schön. Bewegen. Antreten, Diamant vor, bitte. Keep your hands up. Okay, 5 Gas. Give me CS. Was machst du? Move to my front. Get down, down, go down now. Down on your goddamn knees. Hands up. Above your hands on your head. Do it now. Police, get your hands up. Dampf macht's hier auch nicht einfacher. Hands up! Get the shield. Down on your knees! Get your hands up! Police, get down! Hands on your head, move! So viele Öffnungen überall. Fuck. Hands up, now! On me, move. I'm with you. Get down, now! Hands up, down on your knees! Okay, fixiert ihn bitte. Rechts clear, links clear. Da vorne ist auch clear. Talk to entry team. Hands up, drop your knees. Great work. Keep going. Do it now. Ja, nee, nicht great work. Get down. Get down. I want to see hands. Hands up now. Drop to your knees. Okay, clear. Come right out. Das Problem ist halt einfach, hier sind alle Räume irgendwie verbunden miteinander. Und das macht es absolut nicht einfach. So, rechts ist eine Sackgasse, glaube ich. Sprich, könnten wir hier lang und dann rechts, links rum. Get down, I want to see hands! Ja, hier ist eine Sackgasse. Deploying chem light. Rechts auch eine Sackgasse, sehr gut. Dropping a chem light. Gibt's die Tür da hinten noch? Junge. Vor allem alles sehr verwinkelt. Ah, schön. Können wir öffnen? Ja, ich glaube irgendein Typ von da vorne war es schon. Unser Ziel, das wir eigentlich hätten leben lassen sollen. Okay, da geht's hoch. Schlechte Idee. Dann müssen wir ja sowieso über. Ich würde erstmal irgendwie versuchen, hier unten zu clearen, soweit es geht.
Die Schüsse sind zumindest wenig geworden, aber wahrscheinlich sind einfach schon alle tot. Oder verstecken sich. Down on the ground, now! Hands up, do it now! Find cover. Hang on now. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwie Beweise geben würde. Put your hands up! Die man vielleicht finden kann. Okay, das ist eine klare Antwort. Da hinten steht einer. Ist das die Tür? Das ist die Tür. Oder ist das einer von uns? Throw a flashbang. Gonna bang him. Unsere Nase, Mann! Hands on your head, now! Fall in behind me. Got your back. Ich sehe nix. Hands up above your head! LSPD, don't move! Ich habe nur noch drei, beziehungsweise zwei Stück. Hands on your head. Kann man nicht die Granaten durchschalten? Ich weiß gar nicht. Move in and clear with the grenade launcher. No problem. Das wird schlecht enden. Schon, der würde uns irgendwie umlaufen. Shift up and good to go. Making a stick. So, ich glaube, der Dancefloor müssen wir am Schluss räumen. Weil das ist zu gefährlich. Wir können da von oben links und rechts abgeschossen werden. Und das ist zu gefährlich. Swap. Putting down a chem line. Get down on your knees, hands up! Police, get down! Dropping a leg. Okay, da waren wir schon. Armin, komm bitte. Backtracken wir mal wieder ein Stückchen. Ansonsten läuft es bisher eigentlich gut, abgesehen, dass wir den anderen erschossen haben. Ich hab halt einfach fast keine Muni mehr. Move in with the shield. Let's go. Nach dir. Nach dir, Junge! Get the shield out. Boah, Leute. There, move. I'm moving. Aber mit dem Shield, please. Deploy Shield. Ist die Map oder habt ihr einfach einen Schuss weg? Ja, einen Schuss weg. Ich sehe das. Stay on me. You got point. Put your fucking hands up! Police, down on the ground! Ach, die Statue. Get down on your knees!
Smartphone hört man. Ich glaube, die sind da in diesem Raum. Gut, dass ich auf dem Monitor zeige. Die sind, glaube ich, da hinten. Da geht's auch lang, shit. Leute. Bring up the shield. Blue team. Move in. Bang the room and clear. Position. Let's switch. Red team. Bang out. There. Heading out now. Going. Get down. Keep your hands up. Get on the ground now. Schon keine CS-Granaten mehr. Schmeiß die Bang nicht vor unsere fucking Nase! Anstrengend. Es ist gerade wirklich sehr anstrengend mit den KI-Polizisten hier. Das schaffen wir dann, ey. Okay. Zwei Security ist dead. Hands up, do it now. Von da kommen wir. Quick Search machen. Chaos ist immer noch rot. Sprich, es hat noch mehr. Red Team. Blue. Over there. On the way. Cover my movement. Red. Open and clear on my move. Getting into place. Was blaue Team? Wieso öffnet ihr schon die Türe, wenn... Halt einfach Deckung hier, bitte. Element. All position. Ready when you are.
Move in and clear. Get down! I want to see hands! Hands up now! Drop to your knees! Get down! I want to see hands! Down on the ground! Now! Get them ready! Hands up! Do it now! Put your hands up! Civilian is cuffed and good to go! We're not here for you. Got them all zipped up! You have illegal, raving, psychotic... Talk reporting. Roger, entry team. Was macht ihr, Leute? Ich weiß nicht. Irgendwas ist mit der Map hier los. Hands on your head, now! Hands up above your head! Die KI ist echt doof, gerade hier in diesem Level. Someone has to come looking, they have to. Ist das eine böse? Ich weiß nicht. Zumindest hat sie keinen Sprengstoffgürtel. Hatten wir eigentlich schon jemanden erledigt, der einen Sprengstoffhut anhatte? Open the door, clear it, stack. Locked. Lightstick. Hold the lock and clear it. On it. Also die Gasmasken haben sich aktiviert, ehrlich gesagt. LCD, don't move. Boy, let me see those hands. Stay where you are. Hands on your head. Now. I'll get him ready. Cuffed and ready. So haben wir zumindest sicherlich einen guten View nach. We should have brought better weapons. Apropos Sprengstoffgürtel. Z2. Ne, warte. Bevor wir das machen, wo ist die andere? Move there. Kann ich nicht irgendwie jemand. Kann ich die auf? In the way, Chief. Oh ne, sie ist verpackt. Oh ne. Move over here. Sie ist verpackt im. Ich kann sie nicht aufnehmen. Weil sonst hätte ich hier mit C2 gesprengt. Aber so geht's natürlich nicht. Aber von der anderen Seite. Blue Team. Blue Team. You're my way, sir. Einfach hier decken. Got you covered. Rotes Team, andere. Dann bitte du nach da hinten. Machen wir das hier mit C2 und Stinger. C2, Stinger clear. Komm mal kurz. In Sicherheit bringen, was sonst? Boom, baby. Friendly fire. Is it dead? Kein Sprengstoffgürtel. Haben wir erledigt? The magician. I want the dance aspect only to find out if they had lived. Okay. Auch spannend. Munitions... Achso, das ist Magazin, das meine ich.
Theoretisch sollten ja jetzt keine bösen Leute mehr hier sein, aber man weiß ja doch nie. Ist das der DJ? Oh. Ah, wie schön, endlich mal Ruhe. Oh Junge. Dafür hört man die ganzen Telefone, die hier klingen. Was auch nicht unbedingt schöner ist. Da drüben waren wir schon. Was fehlt uns denn noch? Zivilisten. Dann wahrscheinlich jetzt auf der Tanzfläche, würde ich schätzen. Secure the area. I'm on it. Halt. Nicht schön. Thank you so much. Oh God, thank you. Junge, was für eine... für ein Massaker. Und die ganzen Telefone von Angehörigen, die hier wahrscheinlich anrufen. Blue. Get the door and move in. Can anyone help? No, no, I'm innocent. Red team, restrain him. I got him. You're gonna be okay. Down on the ground! Move! Police, hands up! Talk. Put your hands up! Moving into handcuffs. Talk to Element. Roger, trailer's inbound. Nee, wir bringen ja niemanden um. Hands up! Waiting outside. Get down on your knees, hands up! Good to go. Talk. Commission soft complete. Roger, trailer's inbound. Das heißt, irgendwas haben wir übersehen. Schöner Raum. Bowen. Irgendwas haben wir dann übersehen. Die Frage ist nur, was und wo. Police, get down! Wahrscheinlich am Anfang vielleicht etwas? Irgendwo im Menschenraum? Grind the night away. Ich nehme mal die kleinere Waffe vor. Und das sind zum Beispiel Drogen. Die sind aber unwichtig. We know who you are. Leute. Out of the way, sir. Du bist im Weg. Need you to fly over. En route. Leute. My front. On the move. On me. Out of the way, sir. Got you, sir. Ernsthaft. Könnten wir denn was übersehen haben? Mission soft complete. Ich würde schon gerne wieder mal ein bisschen Evidence mitnehmen. Weil schließlich haben wir ja das letzte Mal, glaube ich, nicht wirklich alles mitgenommen. On me, move. Ich mitnehmen konnte. Also hier in dem Raum gibt es wahrscheinlich nichts. Frage ist halt bloß, was würde es geben? Da waren wir gerade. Search the room for contacts. Es hat auch schon, sie suchen einfach den Raum ab für Contacts, aber nicht für irgendwie
Beweismaterial oder sichern das selber. Das heißt, ich muss alles selber. Hä? Lebt denn hier noch jemand von den Leuten? Ich sehe absolut nirgendwo was. Ich halt wüsste, wonach wir suchen überhaupt. Wäre es schon mal was anderes. Aber so müssen wir das vielleicht einfach so lassen halt. Auch kein Evidence oder was? Gedacht, dass vielleicht die Videoaufnahmen Evidence wären. Sind sie aber auch nicht, schade. Ich laufe jetzt da hier noch einmal rechts rum. Und dann gehen wir runter und raus. Weil ich glaube, hier gibt es halt nichts. Ich wüsste zumindest nicht was. Irgendwie ein Motiv gibt es ja offensichtlich auch nicht. Das wir vielleicht irgendwie rausfinden könnten. Noch mehr Drogen natürlich. Nee. Ich glaube, wir finden hier nichts. Schade. Auch wenn es wahrscheinlich was geben würde. Okay. Mal schauen. Theoretisch ist das die Mission fehlgeschlagen. In die Decaying City. Ja, Quatermain verhaften. Leider nicht. Okay, einmal Friendly Fire von mir. Sorry dafür. Ansonsten ja doch eigentlich ganz gut. Aber alle sind gestresst. Er hat was Neues freigeschaltet. Officer Lopez hat die Eigenschaft Ausrüster freigeschaltet. Officer Parks ist wieder im Dienst. Officer Brown ist wieder im Dienst. Officer Carter ist wieder im Dienst. Die anderen müssen wir austauschen. Und in die Therapie schicken. Therapie ist voll schön. Naja, gut. Ich würde sagen, lief ja doch ganz okay. Die Hauptmission haben wir eigentlich verkackt. Also wir haben den Typen nicht verhaftet. Schade. Wir könnten trotzdem mal noch kurz hier vielleicht im Büro nachschauen. Wo war das? Ob da an der Wand was Neues hängt? Nee. Dispatch. Das ist schon immer offen. Das ist doch neu.
ist neu. Also das habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es schon länger drin, aber ich habe es noch nie gesehen. Aber cool. Legal Services and Administration. Das ist, glaube ich, auch neu, dass das offen ist. Das ist ein bisschen chaotisch in dem Polizeirevier hier. Gibt's sonst noch was hier hinten? Interviewing Room. Listening Room. Holding Cells. Chief of Police. Na, Chief? Es läuft. Nix, schön. Officer Phillips, vielleicht hätten wir jetzt hier den anderen Typen in der Zelle. Zum Beispiel, das ist ein Security Guard, glaube ich, von dem Club. Schön. Aber schönste Teil, dass die hier stetig die Wache eigentlich erweitern. Weil ich habe das jetzt bisher noch nie gesehen. Aber das war eigentlich mein Ziel. Shooting Range. Evidence Locker gibt es wahrscheinlich eh nichts. Hier, das Detective Bureau. Steht irgendwo was über diesen Club? Yes. Leader of the Terrorist Group, The Hand, Abd Allah Ibn al-Zubair. Das war der Club da. Qadama. Las Buenos Times. Airstrikes on Midi. Al-Zubaris. Town of Origin in Yemen. Union Club Shooting Retaliation. Qamada. Qadama, sorry. Ja, gut. Oh, lecker Burger. Oh, wenn jetzt fein. Ah, auch cool. Ich glaube, ein Club-Mitarbeiter wird gerade interviewt. Schöne Details, schöne Details. Wie gesagt, im Evidence Locker gibt es, glaube ich, nichts Neues. Wir haben ja nichts eingesammelt. Das habe ich noch nie gesehen. Tillys Tasche. Tilly besuchte ein Jahr lang das Watt Community College, um Psychologie zu studieren. Sie wollte Psychotherapeutin werden, nachdem sie bei vielen Menschen in ihrem Leben und bei den Einwohnern der Stadt einen Rückgang des seelischen Wohlbefindens bemerkt hatte. Als sie sah, dass psychische Gesundheit stigmatisiert und übersehen wurde, wurde Tillys Traum, anderen zu helfen, zu ihrem Lebensziel. Daher konnte sie diesen Traum nicht verwirklichen. Weil sie wahrscheinlich bei diesem Amoklauf umgebracht wurde. So, den haben wir noch nicht gesehen. Und ich glaube eben diese Kamera, die ich hier zweimal angeschaut habe, haben wir, glaube ich, auch noch nie gesehen. Eine Kamera, mit der die Hinrichtung der Familie vom Senator Fremont aufgezeichnet werden sollte. Oder wenn, dann habe ich es übersehen. Aber gut, vom Club gibt es jetzt hier nichts. Von daher würde ich sagen, war es das mit dieser halbwegs erfolgreichen Folge von Radio Not. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.
So, are you ready?